Ah ja, zum Schluss setze ich mich zu Ihnen. Das ist schön. Ich sitze auch gerne im Urlaub. Ich sitze überhaupt, obwohl man soll nicht sitzen. Wir machen ja alle was falsch. Haben Sie von der WHO diese Studie gelesen? Die haben geschrieben, Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen ist die Hälfte des Lebens sitzt der Mensch. Und das ist schlecht. Dadurch verringert sich die Bandscheibenflüssigkeit. Man wird immer kleiner. Dass diese Körperposition schlecht ist, verrät die deutsche Sprache in vielen Formulierungen. Ne? In der Schule bleibst du sitzen, ist negativ. Nein, im Gefängnis sitzt man, negativ. Wenn wer zu dir sagt, du hast dann Sitzen. Das ist ganz selten ein Kompliment. Das muss man ehrlich sagen. Und wann geht's das Mann im Leben schlecht? Wenn dich eine Frau sitzen lässt, da geht's dir schlecht. Die Einsamkeit ist der Wurscht, aber du hast Haltungsschäden. Das ist das Thema. Besser ist, wenn sie sagt, schlecht ist. Schlecht ist besser. Bist zwar auch allein, bleibst aber in Bewegung. Ja? Das ist eine dynamische Einsamkeit, sagt man, gell? Naja. Aber die WHO sagt jetzt auch, man soll nicht liegen, wegen dieser chronischen Rückenbeschwerden. Und seit 2 Wochen gibt es eine neue Studie, die von der, man soll nicht stehen. Stehen ist schlecht für die Blutgefäße, haben sie geschrieben. Also im Moment ist es für den Körper zach, oder? Ich meine, was tust du denn? Was soll es denn? Man könnte den Purzelbaum durchs Leben ziehen, aber sonst ist ja alles falsch. Es ist ja pervers. Sitzen ist das neue Rauchen, liegen ist das neue Sitzen. Man, wenn es so weitergeht, ist tot sein das neue Leben. Also, ich bin mir sicher, vor meiner Urne werden einmal 10 Orthopäden stehen und sagen, jetzt passt's. Ja? Da wäre... Da werde ich auf meine Urne draufschreiben, ähnlich keine Haltungsschäden werde ich draufschreiben. Also, oh gut, muss ich passiv formulieren, werde ich schreiben lassen. Aktiv kann ich auf meine Urne, glaube ich, nichts mehr draufkriegen. Außer sie lassen nur eine Hand rausbaumeln, habe ich mal, da kennt man noch. Das habe ich mir schon oft überlegt, das möchte ich mir ins Testament reinschreiben lassen. Ich möchte später zur Urne bestattet werden, aber sie dürfen mich nicht verbrennen. Ja? Ist mir wurscht, wie sie mich reinstopfen, ist ja nicht mein Problem. Einmal mit der Verwandtschaft nur eine Gaude haben, ich glaube am Schluss. Man sollte nicht aus dem Leben rausplätschern. Aber reden wir nicht über den Tod, kein schönes Thema, gerade für den Schluss. Der Mensch strebt ja gerade ins Gegenteil, in die Unsterblichkeit. Haben Sie das? Da gibt es ja verschiedene Methoden, die unsterblich. Ich probiere es jetzt gerade auch über die generale Versicherung, probiere ich es. Deswegen habe ich dieses Bundle, kennen Sie das? Das ist ein Smart Grip. Das kriegst du jetzt von den Versicherungen. Das ist ja Selbstvermögen. Da hat mir der Dr. Peschel, der Chefarzt von der Generali, gesagt, mit dem Bundle lebst du um 36 Monate länger. Also, wenn einmal der Sensenmann vor mir steht, sage ich auf, kannst du in 3 Jahren wiederkommen. Also das habe ich alles mit Dr. Peschel besprochen, da brauchst du nicht deppert intervenieren. Und du kriegst auch Aktionen, Rabatte. Wenn du Daten hergibst, kriegst du Rabatte. Von der Versicherung bei mir kriege ich 4% Rabatt kriege ich jetzt. Bei der, also, ja, nicht, also nicht auf eine Gesundheitsversicherung, auf eine Hagelversicherung kriege ich. Für einen Fahrradanhänger, muss man auch noch sagen. Gilt aber nur, solange der Anhänger in der Garage steht. Es ist eigentlich darfst du das nicht abschließen. Ich bin dabei. Aber man muss was leisten. Leisten. Du musst dich bewegen. Das wird gemessen über das Bundle. 70.000 Schritte muss pro Woche gehen. Ist eh gut, weil gehen ist unglaublich gesund. Gehen ist eine unglaubliche Fahrt, muss man auch sagen. Aber kennen Sie das Phänomen? Das meiste Gesunde ist Fahrt. Das kennt man ein bisschen vom Tofu. Also, man könnte sagen, gehen ist Tofu in Bewegung. Kennt das man. Und es ist interessant, es gibt ja zu dem Bundle, es gibt ja zu allem eine App, auch zu dem Bundle. Und wenn ich zu Hause über die Türschwelle schreit, wissen Sie, was mit das App fragt, die verbinden Sie ja. Bundle-App verbindet Sie und dann fragt mich das App vom Bundle, fragt mich, wollen Sie den letzten Spaziergang mit dem Computer synchronisieren oder direkt in die Cloud laden? Da denke ich mir jedes Mal beim Durchlesen, ja, bist du deppert. Vor 10 Jahren hätte ich in Österreich von dem kompletten Satz als einziges verstanden. Wollen Sie? Den Rest haben wir uns eintreten. Also wirklich, also immer wenn ich das lese, denke ich an meinen Opa. Also zu dem hätte ich gern gesagt, das ist ja gerne im Wald spazieren gegangen. Hätte ich gern gesagt am Schluss, Opa, den letzten Spaziergang müsst ihr mit dem Computer synchronisieren oder direkt in die Cloud laden, ne? Der hätte gesagt, auf Fotzen kannst du haben jetzt einmal. Na richtig, ja mit Recht. Aber wissen Sie, das beschreibt was sehr Spannendes, auch kulturgeschichtlich. Jeder von uns Menschen hat ja einen Moment in seinem Leben, wo er sagt, ab jetzt ist mir der technische Fortschritt wurscht. Ab jetzt kannst du in der Außenwelt erfinden, was wollen. An mir geht's vorbei. Ne? Bei meinem Opa war das der Reißverschluss. Ja? Ja, wirklich, der Reißverschluss war das letzte Update, was er sich auf dem Janker draufgeladen hat. Also, für ihn war es kein Reißverschluss. Er hätte gesagt, er hat seine Knopfleiste aktualisiert. Also das. Aber dann war Schluss. Ich kann mich erinnern, wir haben mit dem Opa am Schluss einmal gekauft, einen Janker, Reißverschluss, oben am Hals war ein kleiner Klettverschluss. Er hat gesagt, das lerne ich nicht mehr, hat er gesagt. Das war für ihn schon Silicon Valley da oben. Also das war's.
Nein, ich bin noch voll dabei. Die motivieren auch die Bänder zur Bewegung. Das weiß ich über GPS, immer wo ich mich befinde. Also wenn ich zum Beispiel bei der ÖBB-Rolltreppe stehe, vibriert das ganz leicht. Das heißt, ich nehme die Stufenduftfalle so. Also das ist ein 70.000 Schritte pro Woche muss ich gehen. Das sind 10.000 am Tag. Das kann man sich auch als Pisa-Opfer recht schön ausrechnen. Und jetzt bin ich einmal im Bett gelegen, um 23:30 in der Nacht, hab schon geschlafen im Pyjama, gut, und dann hat sich das Handy am Nachtkastel gemeldet. Also nicht das Ganze, das App vom Bundle. So piep, piep, das war so laut, ich dachte, brennt's bei der Generale oder so, was weiß ich nicht. Aber wissen Sie, was war? An dem Tag habe ich gemacht 9.714 Schritte, hat das App gesagt. 9.714 Schritte. Ich hab mich noch mal angezogen, wirklich. Das ist ja auch pervers, ich mein, ich meine, irgendwie schon pervers. Früher bin ich in Österreich in der Nacht wegen einem Hund rausgegangen, jetzt wegen einem Handy. Es hat sich, also, ich freue mich schon auf meine Pension, da bin ich Hund, Handy, Blasenschwäche, da brauche ich mich gar nicht mehr hinlegen. Also da bin ich dann permanent in Bewegung im Alter. Luft kriege ich dann sowieso keine mehr, da ziehe ich dann atemlos durch die Nacht, kannst du sagen. Ja? Nein, das war ein prophetisches Lied von, also das darfst du nicht sagen. Wissen Sie, unsere Hauptaufgabe von uns Menschen, unserem Modernen, ist ja die Systeme, die uns dann als Vorteil verkaufen, dass wir es austricksen. Ich habe vor 3 Wochen gehabt, mal 7.418 Schritte am Handy-App. Es war 9 am Abend, die hat mich rausgeholt, aber ich wollte nicht, es hat geregnet. Also ich war gehemmt innerlich, ich wollte nicht noch. Aber jetzt habe ich einen Klick gehabt, da habe ich jetzt raffiniert trickst. Da ist der Coder vom Nachbarn vorbeigegangen. Da habe ich mir doch den integrieren ins Bewegungsprogramm. Be part of it. Und ja, der Cat Stevens heißt der Coder, den kenne ich schon, der Cat, ja, vom Nachbarn. Der Cat, ja, der hat den Cat, ja, ich finde es auch nicht lustig. Oder? Obwohl, der echte Cat Stevens heißt ja gar nicht mehr Cat Stevens, habe ich ihm eh gesagt. Der heißt jetzt Yusuf Islam, der hat sich umtaufen lassen, heißt Yusuf Islam. Aber das haben Nachbarn nicht gesagt. Also Yusuf Islam, der den Coder, also, nein, der den nicht machen. Also bei der heutigen politischen Lage, also, den bringt ja der Kickl persönlich zur Grenze. Also das ist, jetzt habe ich habe ich den Coder angeklagt, du kommst her, kriegst ein Futter, wie keins gehabt, du hast Bandel, hab ich dann schnell über den Schell und dann ksch, ja. Habe ich meine Schritte ausgelagert. Ich hab mir gedacht, das ist mir wurscht, wie ein Rabatter hatscht. Ne? Ich geh schlafen und am nächsten Tag kommst du mir angerufen von der Generale. Um 8 in der Früh ein Sachbearbeiter. Guten Morgen, Herr Eckel, wie geht's Ihnen? Und ich hab gesagt, gut, wieso? Na Gott sei Dank, Herr Eckel, tut mir leid, vielleicht spinnen bei uns die Computer. Hat er gesagt, aber laut unseren Aufzeigen, Herr Eckel, sind Sie letzte Nacht zwischen 4 und 6 Uhr früh unter einem Auto gelegen. Da hab ich gesagt, ja, ich wollte was mit einem Marder besprechen. Wir haben da so eine Schuhe fix über Bremskabel, Geschmacksrichtung. Es gibt Momente im Leben, der Fisch tief im Argumentebecken. Also das ist schwer. Das Gespräch hat sich auch sehr unglücklich entwickelt. Ich habe zu ihm sagen müssen, könnten Sie mir sagen, wo ich jetzt gerade liege, ich brauche mein Bandel wieder. Also es ist. Aber wissen Sie, Moment. Der Mensch, der moderne Mensch strebt ja heutzutage dazu, das kognitive System in die digitale Welt auszulagern. Es wird ja alles nur mehr gemessen über die digitale, über lauter Gesundheits-Apps jetzt auch installiert vom Dr. Peschel, lauter so Apps, die du brauchst. Ich habe zum Beispiel eine App, das heißt Cough Analyzer. Kennst du das? Eine App, das analysiert den Husten. Der Hust ist das App und das App sagt dir, was du für einen Husten hast. Da steht da anschwellender, bronchialer, asthmatischer, bei mir jetzt geschrieben vorgetäuschter, das war Wahnsinn. Die Radiologie, Röntgenbilder kannst du jetzt auch schon mit dem Handy. Kennen Sie das? Die Scanner, diese eigene Zahn-App, da musst du das Handy-App, das gibt es ja 3 Wochen, das kostet nur 4,50 €, du musst das App öffnen und da musst du das Handy in den Mund rein. Also, falls Sie sich ein neues iPhone kaufen, nehmen Sie das kleine. Wirklich, also es ist so. Also, und dann schiebst du das, behutsam, das darfst du nicht vergessen. Also langsam, nicht so, weil sonst wird es eine Gastroskopie. Also du musst schauen, dass oben im Kiefer hängen bleibt. Und dann musst du schauen, dass der Home-Button rausschaut, weil du musst das App aktivieren. Du musst dir dem App sagen, dass es losgeht. Über Siri kannst du nicht, du kannst nicht reden, wenn das im Mund steht. Also du musst den App, und den Button, und du musst den Home-Button drückst. 10 Sekunden, das reicht, mehr braucht es. Das sucht noch, bing, und dann schiebst du es aus. Das ist genial. Und dann, bäh, und dann steht da alles, Erstanalyse, Erstdiagnostik, 2er, 3er links, Krone, rechts, bald Brückenbedarf. Und dann ist genial, dann öffnet sich gleich das erste Bank-App und sagt, ja, aber beim jetzigen Kontostand machen wir es in Schopron. Also, und dann, Moment, und dann, ja, und dann,
Und dann öffnet sie noch das Bahnleib und sagt, bis Schopen sind es 180.000 Schritte, jetzt gehen wir zu Fuß. Also in Wahrheit, das ganze System, das Kognitive, ist ja alles weg. Ich weiß auch nicht. Es ist schon witzig, der Mensch im digitalen Fall. Haben Sie das jetzt gelesen, wie oft der Österreicher seine E-Mails überprüft am Tag? Das haben Sie jetzt gemessen. 54 Mal am Tag. 54? Schauen Sie, wir nehmen das jetzt achselzuckend zur Kenntnis, aber ich weiß nicht. Ich meine, stellen Sie sich mal das vor, dieses selbe Verhalten in den 80er Jahren vor, in der analogen Welt. Man stellt sich mal vor, in den 80er Jahren wären Sie 54 Mal am selben Tag zum selben Briefkasten gegangen und hätten dort nachgeschaut, ob eine neue Post. Also, jetzt ganz ehrlich, analog war das ja eine Diagnose. Also das war mal. Also. Heute bist du ein Netzwerker, früher warst du ein Volltrottel mit demselben Verhalten. Dankeschön.